Zu den besonderen Höhepunkten im Jahr zählt der Bürgermeisterempfang. Unter dem Motto 20 Jahre Stadt begrüßt der Bürgermeister Magister Alexander Falter am 20.02. die Gerersdorfer Bevölkerung und stimmte die Anwesenden auf das Festjahr 2019 ein. Neben zahlreichen Vertretern der Stadtgemeinde und Vereine durfte Bürgermeister Magister Falter auch eine große Anzahl an Ehrengäste begrüßen. An der Spitze der Ehrengäste Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, die Landtagsabgeordnete Magister Karin Scheele sowie die Bezirkshauptfrau Dr. Waltraud Müllner-Teufel. Mit mir den Gastgeber des heutigen Abends, Bürgermeister Magister Alexander Falter. Herzlich willkommen zum Bürgermeisterempfang 2019. Wir feiern heute etwas ganz Besonderes, 20 Jahre Stadt. Heute feiern wir den Start dieses Festjahr. Ich freue mich, dass ihr dass Sie so zahlreich gekommen sind zu diesem Bürgermeisterempfang und gestartet. Ja, Bürgermeisterempfang, schon eine richtige Institution, aber heute ganz was Besonderes, 20 Jahre Stadt. Wir feiern heuer 20 Jahre Stadt und haben ein schönes Motto gefunden für Gerersdorf. 5 Orte, eine Stadt, und das wollen wir das ganze Jahr über zeigen. Wir halten zusammen und sind zu einer schönen Stadt zusammengewachsen. Man hat das gesehen, es ist ja wirklich viel los in Gerersdorf. Es gibt sehr viele Vereine und es ist ja wirklich ein Zusammenhalt, hat man das Gefühl. Darum feiern wir 2019 nicht nur 20 Jahre Stadt, sondern auch das Jahr der Vereine. Und ganz besonders liegen mir auch die Kinder am Herzen. Daher auch das Jahr der Kinder, und auch die Verwaltung will sich von der besten Seite zeigen. Darum haben wir heuer auch das Bürgerservicejahr ausgerufen mit vielen neuen Angeboten und auch einer weiteren Digitalisierung unserer Gemeindeverwaltung. Also wenn man jetzt glaubt, dass man, nachdem das Jahr jetzt 20 Jahre ist, dass sie jetzt die Gemeinde ausruht auf ihren Lorbeeren mitnichten. Es wird auch viel geschehen in diesem Jahr. Ausruhen gibt es nicht. Es wird ab morgen weitergearbeitet und das zumindest für die nächsten 20 Jahre mit demselben Tempo, wie es mein Amtsvorgänger und ich in den letzten 20 Jahren machen durften. Also allesamt eine tolle Veranstaltung, wirklich gut besucht, und ich glaube, das Lob auch von der Frau Landesrätin tut auch ganz gut, ne? Sie hat genau erkannt, was in Gerersdorf los ist, und ich darf mich auch für das ganz nette Interview herzlich bedanken. Dankeschön. Ihr habt super tolle Finanzen. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt viele Gemeinden in Niederösterreich, die keine Überschüsse erwirtschaften. Gerersdorf hat in den letzten 10 Jahren 9-mal Überschüsse erwirtschaftet. Das ist nicht selbstverständlich. Da braucht es Menschen, die gut draufschauen, da braucht es Verwaltungsmitarbeiterinnen, die öfter mal sagen, es geht nicht alles. Es braucht aber auch sorgsame Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, sonst funktioniert das nicht. Und Gerersdorf hat das. Wirklich sehr, sehr solide Finanzen, darum kann man es ja das ein oder andere leisten. Ja, Frau Landesrätin, Sie haben eine ganz tolle Rede gesagt, und der Bürgermeister hat ja auch gesagt, Sie könnten da als Pressereferent arbeiten. Es ist schon eine ganz tolle Gemeinde, glaube ich, Gerersdorf. Ja, es ist eine tolle Gemeinde, eine wirklich innovative Gemeinde. Das sieht man einfach an den Projekten, die gestartet werden. Es ist eine soziale Gemeinde mit ganz viel Engagement auch von vielen Vereinen. Ich finde das wirklich beachtlich, nämlich auch im Zusammenhang, dass es so nahe zu Wien ist und eigentlich ja im städtischen Bereich, sage ich jetzt einmal, das Ehrenamt und das Vereinswesen nicht so ausgeprägt sind. Aber wenn man fast 70 Vereine hat, dann sagt das schon von ganz viel sozialen Zusammenhalt, von einem gemeinsamen Gestalten wollen. Und das ist wirklich beachtlich für eine Gemeinde, für eine Stadt eigentlich. Und was natürlich auch beachtlich ist, ist, dass die Finanzen dermaßen in Ordnung sind. Da kann man sich schon ein bisschen rühren, da kann man dann auch tolle Projekte machen.
Ja, es ist, glaube ich, auch eine recht lebenswerte Stadt, wenn man sich so umschaut. Und vor allem, es hat ja den Vorteil, es ist rundherum alles grün. Das hat man am Imagefilm gesehen. Das glaubt man ja auch nicht, wenn man, sag jetzt einmal, vom Mostviertel kommt, dass man, wenn man so nahe zu Wien ist, so viel Grün hat. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. Und auch die gute Wirtschaft, die da ist, die natürlich Kommunalsteuereinnahmen bringt. Also ich denke mal, alles gemeinsam kann man da sicher gut leben. Und es braucht natürlich auch Menschen dazu, die das mitgestalten und die da auch vorne, sag ich mal, den Zug machen und den Zug zum Tor haben. Und das haben halt einfach auch die Gemeindepolitikerinnen und Politiker hier in Gerersdorf. Das merkt man einfach, wenn man herkommt. Und ich glaube einfach, dass da wirklich sehr lebenswerte Gemeinde ist. Danke schön, recht herzlich. Sehr gerne. Sehr. Ja, wir haben einen Altbürgermeister, mir gefällt zwar dieser Ausdruck nicht so wirklich, aber man kann sagen, der Grundstein für die Stadterhebung war ja das Wappen und das wurde unter Ihrer Amtszeit gelegt. Naja, es ist so, wenn wir eine große Feier machen, wie was gebaut ist, fertig ist und eröffnet wird, muss es Leute geben, die die Idee gehabt haben, dieses Gebäude oder diese Entwicklung zu machen. Und dies ist in Gerersdorf oft geschehen. Das heißt, die Leute, die das organisiert haben oder in die Wege geleitet haben, sind praktisch, wenn es fertig ist, nicht mehr dort an der Stelle. Eröffnen tut es oft an ein anderer. Wir waren eine Gruppe in Gerersdorf, die nach dem Krieg nach Hause gekommen sind und haben gesagt, bei uns muss sich was ändern. Und das haben wir gemacht. Ja. Und die meisten Leute, die in den Gemeinderat gegangen sind, waren auch schon vorher in Vereinen und so weiter organisiert, also haben mitgemacht auf freiwillige Basis. Wir haben sogar Sport und so weiter. Sie kennen jede Zeit. Das war eine gewisse Gründerzeit nach dem Krieg. Das ist natürlich jetzt vorbei, nicht? Aber damals war es schon. Aber da könnte man länger reden. Da sage ich schon recht herzlichen Dank und nochmal alles Gute für das Jahr. Danke. Wirtschaftsmedaille sind, muss ich ehrlich gestehen, freue ich mich ganz, ganz besonders, dass diese Medaille heute Abend an eine Frau überreicht wird. Bitte begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus Frau Marion Franz. Führt und dadurch für Gerersdorf viele Arbeitsplätze sichert. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Bitte begrüßen Sie mit mir die beiden, die sich dieser Medaille verdient gemacht haben. Frau Hedwig Katzel und Herrn Leo Pfeiffer. Ja. Meins geht? Geht jetzt. So. Als Kulturstadtrat freut man sich immer, wenn man ein neues Wort dazulernt. Ich habe vor 2 Tagen vom Bürgermeister gelernt, kurz Laudatio. Also ganz kurz, aber nicht allzu kurz, weil die Hedwig, immerhin, wir sind hier zu Gast im Volksbildungshaus beim Verein Volksheim und die Hedwig hat unermüdlich seit 20 Jahren hier mitgeholfen und mitgearbeitet, dass unheimlich viele Sachen passieren dürfen und darum ist es eine nicht ganz so kurz Laudatio geworden. Da bitte ich um einen Applaus. Den gibt es hier auch schon viele Jahre, versteck dich nicht. Ich wohne nicht sehr weit von hier, das heißt, ich komme öfter vorbei oder schaue auch öfter mal rein und der Leo ist Tag hier. Ja? Und arbeitet auch ehrenamtlich, sitzt meistens oben an den Reglern auch bei Gemeindeveranstaltungen und hilft mit. Und auch er hat sich es redlich verdient. Bitte noch einen Applaus. Sehr, sehr viele Jahre für den Verein Volksheim besonders verdient gemacht hat. Und dafür erhält sie heute die silberne Ehrennadel. Ich bitte Sie um einen herzlichen Applaus für Frau Theresia Valic. Ja, die
Kurzlaudatio darf auch hier nicht zu kurz sein, denn die Resi, wie ich hierher gezogen bin, auch ich bin schon wieder Bürgermeister und viele andere im Beutekerlersdorfer. Und wie ich hergekommen bin, war die Resi schon hier eine Institution. Ja. Es gibt, glaube ich, keinen, der die Resi nicht kennt. Und jetzt bitte ich um einen Applaus für 20, nicht 30, für 40 Jahre Mitarbeit im Verein. Deshalb heute ebenfalls die silberne Ehrennadel, die im Sportstadtrat Michael Kammer überreichen wird. Bitte begrüßen Sie mit mir Herrn Andreas Wolter. Ja, mit dem Andreas machen wir ein Foto. Ja, lieber Andreas, auch ich freue mich, dass dir die Stadtgemeinde diese Auszeichnung verliehen hat. Für Glasgow wünsche ich dir alles Gute und heute bin ich ganz einfach nur dein stolzer Vater. Von klein auf in der Gemeinde herumgelaufen. Was ist so besonders an Gerersdorf? Ja, Gerersdorf, das Besondere, was ich immer eigentlich mit Stolz meinen Kollegen erzähle, gerade was für mich als Läufer relevant ist, ist einerseits, ich habe quasi ein bisschen ein ländliches Gebiet, für mich natürlich als Läufer perfekt, ich kann nach Feldkanal entlang laufen, ich kann 10, 20, 30 Kilometer laufen, ohne dass ich irgendeine Straße queren muss oder eine rote Ampel habe. Und auf der anderen Seite zum Beispiel von mir weg, ich kann mit dem Radl, bin ich in 16 Minuten bei der U-Bahn und wenn ich will, bin ich öffentlich, in 30 Minuten stehe ich am Stephansplatz. Das heißt, ich habe eine Situation, eine Infrastruktur, die viele Wiener wahrscheinlich in der Form so gar nicht haben. Und für mich eben als Läufer ist es perfekt, dass ich einerseits für meinen Sport und für meine Freizeit eben die Umgebung, dieses schöne Ländliche nutzen kann und auf der anderen Seite ganz einfach den Zugang auch dann zu der Stadt in Wien habe, wo ich natürlich auch teilweise bei meinem Verein bin und dann meine Bahntrainings absolviere. Wie schaut es jetzt sportlich aus? Was ist als nächstes geplant? Genau, also bei mir steht jetzt ganz aktuell an, nächste Woche vom 1. bis 3. März die Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaft. Da werde ich über 3000 Meter starten, ist jetzt für mich die fünfte Hallen-EM in Folge. Vor zwei Jahren bin ich im Finale gewesen, 10. Platz, das heißt, da will ich wieder in die Top 10 reinlaufen. Und ein bisschen darüber hinweg gedacht, ist natürlich 2020, Tokio Olympische Spiele sind immer eine große Sache, ich war einmal schon bei Olympischen Spielen dabei. Und ja, wenn man die Stimmung, die Atmosphäre da kennt, dann will man sich da wieder qualifizieren. Und das ist jetzt mein großes Ziel für nächstes Jahr, dann in Tokio entsprechend auch am Start zu stehen. So Ambitionen Marathon? Ja, man sagt immer so, wenn man älter wird, geht man auf die längeren Distanzen. Ich meine, ich werde jetzt 30 dieses Jahr. Ich sage mal so, es ist nicht ganz unwahrscheinlich, wenn vielleicht auch nicht dieses oder nächstes Jahr, aber es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass man mich irgendwann nochmal über die 42 Kilometer sehen wird. Dann sage ich euch herzlich. Danke auch. Danke. Wir kommen zur letzten Ehrung des heutigen Abends. Und zwar geht es hier um die goldene Ehrennadel. Begrüßen Sie bitte mit mir unseren langjährigen Notar, Dr. Walter Zimmermann. Lieber Walter, die Ehrung für dich ist etwas ganz Besonderes, weil du hast deine Arbeit bei uns in Gerersdorf Ende Jänner abgeschlossen. Ich weiß, du hättest es gerne länger gemacht, aber deine Standesvertretung gibt vor, dass man mit 70 in Pension gehen muss, also werde ich einmal mein Testament auch nicht bei dir machen können. Herzlichen Glückwunsch an alle Geehrten des heutigen Abends.